Also wir haben hier die zwei Vorcuts vom M8. Das sind so quasi die Soundkiller schlechthin. Also das ist der Grund, warum sich die Fahrzeuge im Prinzip nicht gut anhören, weil die haben diese Cuts drinnen. Und das sind quasi Katalysatoren für, um den Sound zu ficken. Ich weiß es nicht mehr. Um den Sound zu ficken, genau. Nein, so, wir haben hier vor mir die Vorcuts von M8, das sind nämlich genau die Soundkiller und das ist der Grund, warum sich die Fahrzeuge eben nicht so gut anhören, warum der Sound einfach komplett für den Arsch ist. Und der Emir wird auch gerade erklären, was das hier ist. Ja, das ist Vorcut-Ersatzrohr, wie man hier sieht, im Durchmesser. Etwas anders. Leute, die sowas fahren, beziehungsweise die einen M8 oder der Preisklasse was haben, wenn sie keine Möglichkeit haben, eine Software zu machen oder keinen Bock drauf haben oder es einfach nicht haben wollen, gibt es auch einen Umweg, wenn man die Cuts ausbaut, leuchtet das Auto. Da gibt es eine Kontrollsonde, die ist dahinter. Entschuldigung, das ist die erste Lambda-Sonde, die Gemischregelsonde. Und das ist die Kontrollsonde. Da sieht man einen kleinen Cut bei der Kontrollsonde. Das ist richtig cool. Somit, wenn die Lambda-Sonde weiterhin drinnen ist, so sieht das normalerweise aus. Können wir auch reinleuchten. So sieht der Cut im Ganzen aus. Da gibt es ja noch einen. Das ist die Kontrollsonde, da steckt sie drinnen. Somit, die Abgase gehen noch immer durch einen Katalysator durch, aber nur in einem kleinen Maß. Also und das macht FI, also die stellen uns genau so einen Teil zur Verfügung, damit wir uns aussuchen können, ob wir eben diese Mehrleistung haben wollen oder nicht. Und das genau. Ist fein. Das ist richtig geil. Da denken sehr wenige mit bei Downpipes. Also vielen Dank an FI Exhaust an dieser Stelle. Sehr gute Qualität, sehr gut verarbeitet. Und was hast du gesagt vorher? Das Fitment ist? Was bei FI so richtig geil ist, also bezüglich Passgenauigkeit, da bei den ganzen Fahrbahnschälen. Normalerweise muss man da immer mal dumm biegen, mal dumm klopfen mit den Haltern. Bei jedem Downpipe-Hersteller, wirklich. Außer halt bei den höherpreisigen, so wie bei FI. Das ist wirklich, das passt wie original. Teilweise sogar besser. Ja, das spricht halt für die Marke. Ja, auch die Verarbeitung, die Schweißnaht, das ist halt richtig gut. So ballert er am besten, wenn du ihn komplett aufdrehst, ja. Also nicht unbedingt bis 7, aber bis 6. Das geht, oder? Im Vergleich zu vorher, wo es ein Staubsauger war, ohne Sound, ohne Ballern, ohne gar nichts, das ist richtig, richtig geil. Ja, und vor allem echt künstlich. Ja, mega. Wow, geil. Dass er das Kennzeichen vorher drauf gehabt hat, weil der schaut so böse aus, wenn er kommt, so tief, so breit, so schwarz, einfach perfekt. Nur laut war er halt nicht. Ich glaube, der hat Komfort drin gehabt. Kein Sport plus. Passt, oder? Richtig gut. War mitten beim Querfahren, ding, kommt irgendeine Verkehrsmeldung auf Rumänisch. Denk mir, Alter. Yes! Das war's, Alter. Boah! Haha, das war's, das war richtig krank.